Im Jahre 2007 kam die The Legend of Zelda-Reihe erstmals auf den Nintendo DS. Und zwar mit The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Und darum soll es heute gehen. Und viele waren ja damals nicht nur auf den Titel an sich sehr gespannt, sondern vor allen Dingen auch darauf, wie Nintendo das Ganze denn auf dem DS umsetzen würde. Und ich habe es jetzt 9 Jahre später endlich mal auf meinem alten DS als auch auf der Wii U Virtual Console zocken können. Und so erfahrt ihr heute meinen Eindruck zum Spiel zu The Legend of Zelda Phantom Hourglass in meinem Videotest. Los geht's! Das erste, was einem direkt am Anfang auffällt, ist der comichafte Grafikstil, der ein wenig dem GameCube-Vorgänger The Wind Waker nachempfunden ist. Grafisch gesehen kann Phantom Hourglass natürlich nicht viel mehr rausholen, als der DS zu bieten hat. So sieht man an vielen Stellen Pixel, Ecken und Kanten. Jedoch muss ich trotzdem sagen, gehören Phantom Hourglass und auch der Nachfolger Spirit Tracks für mich zu einer der grafisch aufwendigsten und schönsten DS-Titel, die ich je gesehen habe. Aber das ist natürlich alles nur rein subjektiv, so wie vieles hier in diesem Videotest. Nachdem wir also kurz unseren Namen eingegeben haben, kann das Abenteuer also auch schon beginnen und wir müssen nicht mehr wirklich den Vorgänger The Wind Waker gezockt haben, denn die Story wird uns kurz und charmant zusammengefasst erklärt von unserem Crewmitglied Nico. Und schon stellt sich heraus, wir sind mit der gesamten Crew auf einem Schiff und halten Ausschau nach einem Geisterschiff, welches dafür verantwortlich war, dass mehrere Schiffe in letzter Zeit verschwanden. Und so müssen wir der Sache nachgehen und getreu dem Motto, wer sucht, der findet, taucht das Geisterschiff tatsächlich plötzlich vor uns aus dem Nichts auf. Und mutig und neugierig wie Tetra bzw. Prinzessin Zelda eben ist, muss sie natürlich sofort an Bord des Geisterschiffs springen. Doch dann der Schreckmoment, ein Blitz, Geschrei und das Geisterschiff fährt mit Tetra bzw. Prinzessin Zelda einfach davon. Link versucht noch hinterher zu springen, schafft es aber nicht ganz. Und so fällt der Held in Grün ins Wasser und damit ist Prinzessin Zelda entführt und Link, nass. Link wacht gestrandet auf einer Insel ohne jegliche Ausrüstung auf und schon begrüßt ihn eine Fee namens Ciella, die ihm sofort zur Hilfe beisteht und ihm ab sofort auch durch das Abenteuer begleiten wird. Und wie sieht dieses Abenteuer aus? Er muss natürlich dem Geisterschiff hinterher und am Ende die Prinzessin retten, was auch sonst. Ach, Nintendo. Und passend dazu trifft er wenig später Lineback, der zufälligerweise Schiffsbesitzer ist und ihm so die Möglichkeit gibt, mit ihm zusammen über das Meer zu schippern und so die Suche nach dem Geisterschiff aufzunehmen. Und so kann die Reise also losgehen. Das also zur Story und damit kommen wir jetzt zur Steuerung. So, aber bevor wir jetzt zur eigentlichen Steuerung kommen, einmal kurz zur Virtual Console. Da habe ich nämlich einen kleinen Kritikpunkt. Und zwar kann man dort ja ein Menü öffnen, um zum Beispiel die Displaygrößen des emulierten DS zu ändern oder um einen Speicherpunkt zu erstellen oder sonstiges. Ist ja auch alles schön und gut und das klappt auch alles wunderbar. Allerdings die Tastenbelegung ZL bzw. ZR, um dieses Menü zu öffnen, ist katastrophal und ich komme jedes Mal beim Spielen an diese Tasten dran, egal wie ich das Gamepad in der Hand halte. Und so öffnet sich immer das Menü und ich muss es dann immer mit B schließen. Das bringt mich auch so einen Spielfluss raus. Aber wie gesagt, nur eine Kleinigkeit und vielleicht liegt es auch einfach nur an mir und niemand sonst hat dieses Problem. So, jetzt aber zur Steuerung. Die Steuerung spielt sich, und das ist die Besonderheit an den DS-Teilen, fast ausschließlich auf dem Touchscreen ab. So läuft man in die Richtung, in die man den Stylus hält, schlägt Gegner, indem man auf diese tippt oder schnell über das Display mit dem Stylus zieht oder eben eine Wirbelattacke, indem man schnell einen Kreis mit dem Stylus zeichnet. Und ja, man steuert sogar die Items per Stylus. Und man muss sagen, die Steuerung ist am Anfang ziemlich ungewöhnlich, aber es geht ganz schnell in Fleisch und Blut über und dann geht's auch und es hört sich viel schlimmer an, als es im Endeffekt ist. Trotzdem muss ich sagen, dass die Steuerung für mich so ein bisschen das Zelda-Feeling rausgenommen hat, einfach weil es sich so nicht wirklich wie ein richtiges Zelda anfühlt. Aber ich denke, das ist alles Wahrnehmungs- und Ansichtssache, denn im Endeffekt ist die Steuerung gar nicht mal so schlecht. Allen voran bei den Items macht sie teilweise wirklich Sinn. Zum Beispiel eben beim Bumerang, da ist die Steuerung wirklich gut gelungen. Und ich wage es an der Stelle einfach mal zu bezweifeln, dass ich das Ganze mit dem DS-Steuerkreuz so viel besser gesteuert hätte.
Was dagegen aber richtig gut gelungen ist, das sind die Karten. Auf dem oberen Bildschirm des DS, das ist der Platzhalter für die Karte, kann man zum Beispiel immer sehen, wo man sich gerade befindet. Und mit dem Drücken auf die B-Taste zieht man diese Karte herunter auf den Touchscreen und so kann man dann Markierungen setzen. Diese Markierungen können natürlich zum einen zur eigenen Orientierung dienen, aber an manchen Stellen des Spiels sind sie sogar essentiell wichtig. So wird das Markierungstool eben unter anderem stellenweise für die insgesamt 7 Dungeons verwendet. Aber auch auf der Meereskarte ist es nützlich, um sich Schätze zu markieren, die man dann bergen kann, oder um sich Routen einzuzeichnen, um gesperrte Stellen zu umgehen. Und damit kommen wir jetzt zur Steuerung des Schiffs, und die ist vor allen Dingen eines, und zwar sehr simpel gehalten. So ist es nicht mehr so wie bei The Wind Waker, dass man das Schiff selber steuern muss, sondern man zeichnet jetzt nur noch die Route ein, die man fahren möchte, und der Rest erledigt sich von alleine. Das Einzige, was man machen muss, ist gegebenenfalls Hindernissen auszuweichen und auch Meeresmonster abzuschießen, indem man auf diese drauf tippt. Dann eröffnet man nämlich das Kanonenfeuer. Die Kanone hat man allerdings nicht von Anfang an, die kommt erst später mit dazu. Genauso wie den Bergungsarm, mit welchem man Schätze aus den Tiefen des Meeres holen kann. Den bekommt man auch erst später, und hier ist es nicht mehr so einfach wie bei The Wind Waker, dass man einfach nur auf der entsprechenden Stelle stehen muss und dann den Bergungsarm ausfährt und schon hat man den Schatz. Nein! Jetzt muss man stattdessen ein Minispiel spielen und Hindernissen ausweichen, bis man ganz nach unten an den Schatz gelangt. Ja. Vorhin haben wir es ja einmal kurz angesprochen, doch wie sieht es denn jetzt nun aus mit einer der wichtigsten Bestandteile eines The Legend of Zelda Games, und zwar die Dungeons. Wie bereits gesagt, es gibt 7 an der Zahl, einer davon sticht dabei aus der Masse heraus, dazu aber gleich noch mehr. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Dungeons allesamt recht kurz sind. Es spielt immer dieselbe Dungeon-Musik, tatsächlich jedes Mal derselbe Track, egal in welchem Dungeon ihr euch befindet. Kann ich absolut nicht nachvollziehen, warum man da nicht 2, 3, 4 mehr Tracks mit eingebaut hat. Totale Verschwendung von einer Menge Potenzial. Aber ansonsten sind die Dungeons wirklich gut geworden. Sie sind schön gestaltet, mit richtig genialen, teilweise wirklich kniffligen Rätseln und sogar auch sehr schönen, abwechslungsreichen Bosskämpfen, auch wenn die natürlich mal wieder sehr einfach sind. Aber hey, es geht hier um The Legend of Zelda, was will man erwarten? Generell ist Phantom Hourglass ein sehr einfaches Spiel, was Gegner betrifft, aber dieses Phänomen sehen wir ja in fast jedem Teil. Eine Ausnahme gibt es dabei aber, und zwar der Dungeon mit den fast unbesiegbaren Phantomen. Die Rede ist vom Tempel des Meereskönigs. Und dieser Dungeon sticht hier aus der Masse heraus, zum einen, weil man diesen mehrmals aufsuchen muss und so zu einem zentralen Ort des Spiels wird, und zum anderen, weil dieser verflucht wurde und das Überleben für mehr als ein paar Sekunden schlichtweg unmöglich ist. Es sei denn, man besitzt die Phantomsanduhr, mit diesen kann man nämlich anfangs 10 Minuten in diesem Dungeon ausharren, bevor es dann an die Lebensenergie geht. Was das Ganze noch ein bisschen erleichtert, ist, dass man in den Krügen ein bisschen Phantomsand findet, beziehungsweise noch ein bisschen extra Zeit dazu bekommt. Und es noch die lilanen Schutzzonen gibt, und wenn man sich in diesen befindet, kann einem keine Zeit, kein Leben oder sonstiges abgezogen werden. Und die eingangs erwähnten Phantome können einen dort nicht angreifen, geschweige denn sehen. Diese sind mit normalen Items, wie gesagt, nicht zu besiegen und laufen in diesem Tempel umher, und wenn ihr Sichtkontakt gibt, dann greifen diese sofort an. Und wenn man dann getroffen wird, dann zieht das nicht nur Herzen ab, sondern auch 30 Sekunden der Zeit der Phantomsanduhr. Also muss man darauf achten, dass man sich vor den Phantomen in Acht nimmt, während man sich weiter durch den Dungeon durcharbeitet und dabei noch auf die Zeit achtet. So kehrt man, wie bereits erwähnt, mehrmals im Laufe des Spiels zu diesem Dungeon zurück, dann allerdings mit einer größeren Phantomsanduhr, sodass man dort länger verweilen kann und tiefer in den Dungeon eindringen kann, um nach weiteren Hinweisen für das Abenteuer zu suchen. Aber keine Angst, man muss den Dungeon nicht jedes Mal nach dem Wiederkehren wieder von vorne beginnen, sondern man kann sich dort Checkpoints erstellen und neue Items, die man im Spielverlauf bekommt, schalten auch noch neue Abkürzungen frei. Das also zu den Dungeons, und jetzt kommen wir noch zu einer Auffälligkeit, bevor es gleich zum Fazit geht. Und zwar fällt einem früher oder später auf, wie sehr Nintendo darauf bedacht war, jede Funktion des Nintendo DS so gut es geht ins Spiel zu integrieren, und das ist ihnen meiner Meinung nach auch wirklich gut gelungen. Nicht nur der Touchscreen wird sehr vielfältig genutzt, sondern auch das integrierte Mikrofon kommt später zum Einsatz.
So muss man zum Beispiel mal Kerzen auspusten, ein Windrad antreiben oder sogar jemanden rufen. Wobei, glaube ich, auch ein einfaches Reinpusten genauso als Rufen durchgehen würde, aber ist ja auch egal. Dabei ist es nicht so, dass dies zu einem ständigen Lungentraining ausartet, sodass man ständig hyperventiliert, sondern es wurde ziemlich moderat und wie ich finde auch an den passenden Stellen angebracht und so ist es eine nette Spielerei für zwischendurch. Und so habe ich das Ganze als sehr positiv aufgefasst, weil ich auf so einen Scheiß stehe. Besonders überrascht hat mich dann am Ende und deswegen sage ich, dass jede Funktion des DS irgendwie ausschöpfen wollten, dass man an einer Stelle tatsächlich den DS zuklappen musste, um weiterzukommen. Und um das herauszufinden, dass ich den DS jetzt tatsächlich zuklappen muss, das hat mich über eine Stunde lang beschäftigt, aber als ich es dann am Ende rausgefunden habe, fand ich es dann doch irgendwie ganz cool. Naja, das also dazu und damit kommen wir jetzt zum Fazit. The Legend of Zelda Phantom Hourglass ist fast schon eine völlig andere Art, ein Zelda zu spielen. Die Steuerung mag sich für Außenstehende erstmal schrecklich anhören, geht aber überraschend gut von der Hand. Trotz allem trägt sie wie gesagt dazu bei, dass es sich für mich nicht wirklich mehr wie ein Zelda anfühlt. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, es geht ja hier nur um meine subjektive Meinung. Ansonsten wurden wie gesagt die Funktionen des DS sehr gut genutzt, wie ich finde. Der Soundtrack ist natürlich mal wieder schön geworden, aber leider viel zu monoton. Warum sie da nicht ein bisschen mehr gemacht haben, kann ich nicht verstehen. Mit Phantom Hourglass kommt man auf insgesamt ca. 30 Stunden Spielspaß. Nebenmissionen, das ist ein Kritikpunkt von vielen, kommen dabei viel zu kurz und auch sonst scheint das Spiel sehr linear zu sein und kaum Entdeckungsspielraum zu geben. Was mich aber überhaupt nicht gestört hat, da ich sowieso nie wirklich an Nebenmissionen interessiert und auch sonst nicht sonderlich entdeckungsfreudig bin. Woran ich aber sehr interessiert bin, das ist die Haupthandlung und die Story. Und die Story, das muss ich jetzt hier so sagen, ist richtig gut gelungen. Mit einigen Überraschungen und spannend bis zum Schluss. So hatte ich mit The Legend of Zelda Phantom Hourglass eine Menge Spaß, wie man es hier auch gerade sehen kann. Es gehört vielleicht nicht zu den besten Zelda-Teilen, es ist trotz allem ein sehr guter, gelungener Titel. Und ich muss es jetzt auch wahrscheinlich in meine Top 10 meiner Nintendo DS-Spiele mit aufnehmen. Und so kommen wir also zur Wertung. The Legend of Zelda Phantom Hourglass bekommt von mir gute 81%. Und so kann ich es jedem Zelda-Fan nahelegen, es zumindest mal auszuprobieren. Allen voran, wenn man sich schon mit dem Grafikstil von The Wind Waker vertraut gemacht hat. Und obwohl es so anders ist und durch die Steuerung vielleicht ein bisschen was vom Zelda-Feeling herausgenommen wird, bleibt immer noch genügend Charme übrig, um der Vielfältigkeit von Nintendo mal eine Chance zu geben. So, das war's mit meinem Videotest zu The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Lasst uns in den Kommentaren ein bisschen über Phantom Hourglass quatschen. Was hat euch so sehr an Phantom Hourglass gefallen? Wann habt ihr es gezockt? Erzählt mir mal eure Story, ich lese mir alles durch. Und lasst uns ein bisschen drüber quatschen, wie seht ihr das Ganze? Was hat euch am besten gefallen? Was hat euch weniger gefallen an Phantom Hourglass? Und sobald ich dann wieder aus dem australischen Dschungel zurückgekehrt bin, geht es dann auch mit den News mit mir weiter. So lange übernehmen Sverre und Marc die Vertretung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bald auch wieder mit einem neuen Format und mit den News. Bis dahin sage ich ciao, macht es nicht gut, sondern macht es besser.